Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Nachmittagsprogramm und wie immer zu unserem Glückstelefonspiel, was ja gestern leider ausfallen musste. Aber dafür steigen ja die Chancen für die Wochengewinner. Da klingt es auch schon. ZDF Glückstelefon, wen darf ich begrüßen? Grüß Gott, das ist Dirschel Gisela. Guten Tag, Frau Dirschel, ich grüße Sie. Von wo rufen Sie an? Aus Stamsried. Aus Stamsried, wo liegt denn das? Im Bayerischen Wald, im Landkreis Calmwerd. Mhm. Können Sie sich kurz vorstellen, sagen Sie mal, wie alt Sie sind, Frau Dirschel, und was Sie vielleicht beruflich machen? Ja, ich bin 20 Jahre. Ja. Ich habe Metzgereiverkäuferin gelernt. Was haben Sie gelernt? Metzgereiverkäuferin. Ja. Und zurzeit bin ich zu Hause, bin Hausfrau. Mhm. Habe ein Kind mit 3 Jahren. Mhm. Und das betreue ich jetzt. Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Ein Mädchen. Und haben Sie viel zu tun zu Hause? Ja. Ja? Ein bisschen. Dann gucken Sie wahrscheinlich, wenn Sie oft zu Hause sind, auch bei unserem Glückstelefonspiel mit? Ja, schon, ja. Was gefällt Ihnen denn am besten bei unserem Glückstelefonspiel, Frau Dirschel? Ja, die Aufregung. Die Aufregung. Das heißt also, Sie sind jetzt mächtig aufgeregt und hoffen auch, dass Sie Wochengewinner wahrscheinlich noch werden. Ja, schon. Wäre schon sehr schön. Das wäre schon schön. Was machen Sie denn sonst so hobbymäßig, Frau Dirscher? Ja, das Kind betreue und dann schwimmen. Schwimmen machen Sie auch. Mhm. Kann die Dreijährige denn schon schwimmen? Ja, schon. Ja? Im Hallenbad waren wir. Und auch jetzt, wenn wir ins Freibad gehen, Schwimmwetten. Mhm. Gut. Haben Sie denn noch irgendwelche Fragen zum Spiel? Nee, keine. Also, ich will Sie jetzt nicht so lange auf die Folter spannen. Sie sind sicherlich schon aufgeregt genug. Ja. Ich zeige Ihnen jetzt unser kleines Männchen, Frau Dirschel, und gebe das Startkommando. Da ist es auch schon. Da kommt es. Hier ist es. Und 3, 2, 1 und los. Da kommt die Verbeugung und los geht's. Immer gleich. Ja, sehr schön. Immer gleich die Kommandos geben. Das klappt doch schon sehr gut. Die Tür öffnet sich, Frau Dirschel. Heute Abend um 22.10 Uhr ein Grund zum Feiern. Eine Diskussion über die politische Kultur und Verfassung unserer Bundesrepublik aus Anlass des 40. Verfassungstages. Jetzt möchte ich wissen, welcher bekannte französische Publizist ist unter den Gästen, Frau Dirschel? Der Rainer Barzel wird es. Nein, ist er nicht. Macht nichts. Wir haben noch so viele Türen. Abgeht die Post, geht ja nur von der Zeit ab. Rechts? Rechts, genau. Immer gleich die Kommandos geben. Das war der Alfred Grosser. Links? Ja. Geradeaus? Ja. Sie können auch mal riskieren, wenn kein Fragezeichen aufblitzt. Links? Links rum, ja. Und ja, sehr schön, da war das Fragezeichen. Die Tür öffnet sich. Hm. Am Donnerstagnachmittag, Frau Dirscher, zeigen wir Ihnen die 3 Musketiere. Einen amerikanischen Spielfilm mit Starbesetzung. Jetzt möchte ich wissen, welcher bekannte Darsteller spielt die Rolle des D'Artagnan? Gene Kelly. Ja, Gene Kelly, sehr schön. Damit haben Sie eine Frage beantwortet. Sehr schön, die Zeit läuft. Gleich Kommandos geben. Links. Na, von 2 haben Sie schon eine beantwortet. Ist schon sehr gut. Geradeaus. Geradeaus. Links. Links. Und? Rechts. Rechts rum. Na, Sie sind noch gut in der Zeit. Mal gucken, wo unser Mannequin uns hinführt. Geradeaus. Geradeaus. Und? Stopp. Ja, da war auch das Fragezeichen. Die letzte Frage, die Tür öffnet sich. Am Freitagabend, Frau Dirschel, gibt es ein Wiedersehen mit Lili Palmer und Kurt Jürgens. Nennen Sie uns den Titel des deutschen Spielfilms, in dem die beiden die Hauptrollen spielen. Teufel im Wald. Sehr schön, na das war's doch. Da haben Sie eine Restzeit von 1 Minute und 6 Sekunden, Frau Dirschel, und haben 2 Fragen beantwortet. Das ist doch schon recht gut. Sind Sie zufrieden? Ja. Die Aufregung war also doch nicht ganz so schlimm, ja, nicht? Ja, war halt so schlimm. Na also, jetzt wollen Sie sicherlich wissen, was Sie gewonnen haben. Mhm. Wir werden Ihnen das jetzt hier einblenden. Sie haben eine Uhr gewonnen, eine ZDF-Uhr. Die ist eine Quarzuhr. Können Sie die gebrauchen? Ja, schon. Die ist sicherlich wasserdicht, die können Sie dann gleich zum Schwimmen mitnehmen. Genau, jawohl. Gut. Bleiben Sie dann noch dran? Gucken Sie bei uns noch zu? Jawohl. Heute Nachmittag auch. Ja, wenn Sie Glück haben, Frau Dirschel, wer weiß, vielleicht werden Sie auch noch Wochengewinner. Dann haben Sie, verehrte Zuschauer, und Sie auch, Frau Dirschel, die Möglichkeiten, 2 Karten für das aktuelle Sportstudio am 10. Juni hier in Mainz plus Taschengeld zu gewinnen. Jawohl. Also, Hopfen und Malz ist noch nicht verloren. Sie haben ja auch noch was gewonnen. Ich gratuliere Ihnen und bedanke mich fürs Mitmachen. Jawohl, danke. Gut, auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie mitmachen wollen, schreiben Sie uns doch ganz einfach eine Postkarte, schicken es an das ZDF, Kennwort Glückstelefon, in 6500 Mainz 500. Bitte schicken Sie uns nur eine Postkarte mit Ihrer Telefonnummer und eventuell ein Bild, wie auch Frau Dirschel es gemacht hat. Ja, nun zu unserem weiteren Programm.
Nach aktuellem vom Tage benimmt sich um 15.58 Uhr ein kleiner Hund, im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Elefant im Porzellanladen. Alice im Wunderland läuft ein junger kleiner Hund zu, der trotz alles Warnung ein Stück Ismichkuchen isst. Und damit ist natürlich dann auch schon die Katastrophe passiert. Er wächst so groß wie ein Elefant. Ja, und dann geht das Spektakel los. Logo bringt um 16.20 Uhr Neues von hier und anderswo in den Nachrichten für junge Leute. Und das Hauptthema, wie soll es auch anders sein, die Wahl des Bundespräsidenten. Die Türken kommen um 16.30 Uhr in der Serie Manni, der Libero. Wegen einer spielerischen Flaute seines ersten Vereins Blau-Gelb und wegen auch finanzieller Schwierigkeiten von Seiten seiner Eltern spielt Manni nun bei den Arminen in Berlin. Und da lernt er erstmal kennen, was es heißt, wirklich Profifußball zu spielen. Die Nachrichtenredaktion meldet sich dann um 16.55 Uhr mit anschließenden Berichten aus den Ländern. In der Teleillustrierten wird es heute unter anderem um einen Stoff gehen, der nach Meinung von Fachleuten möglicherweise als Sensation gelten kann. In diesem Hinterhof befindet sich ein Teil des Forschungsinstitutes der Universität Tübingen. Und hier entdeckten Wissenschaftler die Bestandteile der Substanz Osteopoetin genannt, die das Wachstum von Knochenpartien im menschlichen Körper fördern soll. Der Stoff, der Mediziner wie Patienten hoffen lässt, muss allerdings noch einige Tests und dann eine weltweite klinische Erprobung bestehen. Helfen soll das Osteopoetin zum Beispiel bei Unfallfolgen, Knochentumoren und bei der Anlage künstlicher Hüftgelenke. Mehr dazu nachher mit einem Studiogast von der Tübinger Universität in der Teleillustrierten um 17.10 Uhr. Ja, und ein fließender Übergang findet um 17.45 Uhr und um 18.20 Uhr im Forsthaus Falkenau statt. Oh, ja, schön, dass du wieder da bist. Oh, wie geht's dir denn? Hm? Oh, du, aber jetzt muss ich auch mal die Oma begrüßen. Tag, Mutter. Tag, Ma. Wie geht's Felix? Ach du gut. Der war nur so traurig, dass du so lange weg warst. Und wir auch. Komm, komm. Mutter, ich danke dir sehr, dass du Rika zurückgebracht hast. Wie war die Fahrt? Ach, anstrengend. Der übliche Stau bei München. Aber Rika hat's genossen. Heute fährst du mir auf keinen Fall mehr zurück. Du bleibst auf jeden Fall bis morgen. Ja, du kannst ganz beruhigt sein. Ich fahre auch morgen nicht. Ich bleibe 14 Tage. Ich habe mir eine Aushilfe genommen und werde euch den Haushalt führen, solange Hertha in Urlaub ist. Das ist ja eine Überraschung. Ja, und ob und welche Überraschungen es noch gibt, erfahren Sie im Forsthaus im Falkenau, wie gesagt, um 17.45 Uhr und um 18.20 Uhr. Und das Nachmittagsprogramm erfahren Sie jetzt, meine Damen und Herren, noch mal in der schriftlichen Übersicht.